Liebe Zuschauer, ich möchte mich an dieser Stelle bedanken, dass Sie mich eingeladen haben. Auch Sie, ich sage du, Sandra, obwohl ich dich überhaupt nicht kenne, putze ich sie einfach. Und zwar, weil ich unverschämt sein möchte. Ich soll hier heute Abend als Ehrenschwimmer ausgezeichnet werden. Und liebe Zuschauer, ich darf Ihnen an dieser Stelle sagen, ich kann diese Auszeichnung nicht annehmen. Schwimmen ist für mich was, das verbindet mich immer mit meinem Vater. Ich war mit meinem Vater im Schwimmbad, da war ich noch so ein kleiner Junge. Das war kurz vor der Kaiserzeit. Und ich habe an dieser Stelle ein Gedicht. Ich muss es ablesen, es ist von Ringelnatz. Ich hasse Ringelnatz, das will ich Ihnen an dieser Stelle sagen. Mein Vater stummte mich damals in ein Schwimmbecken und sagte, Plumpf, nun liegst du endlich drin. Nun hat es wirklich nicht mehr Sinn, noch länger den Denker und Dichter zu mimen, sonst gibt es was mit dem ledernen Riemen. Ja, ich darf auch Hallo sagen. Yogi und Klinzi haben mich hergeschickt und gesagt, ey, Polly, erzähl mal ein paar Grußworte. Die wollten eigentlich Michi Ballack herschicken, aber da haben sie gesagt, ey, doofe Sachsen, den versteht sowieso keiner hier. Ja, Schwimmen, ey, Schwimmen, ne? Schwimmen kenne ich noch, ey, hab ich früher immer so Kartenspiel gezockt, ne? Hab ich immer gespielt mit meinen Eltern, war ich ganz gut, ey. Und natürlich hier, Dings, hier Arschbomben im Schwimmbad, war ich auch immer gut. Kann ich an der Stelle sagen, ja, also war ich echt, war ich immer ganz gut. Sandra Völker hab ich schon mal gesehen, ey, schwimmt voll krass, super, find ich gut. An der Stelle, alles Gute, wollte ich nur sagen und, ja, schön, dass ich da sein durfte. Morgen muss ich wieder drauf schießen. Ich habe diese Frau schwimmen gesehen. Und ich muss sagen, wir kommen die Tränen. Ich habe eben, haben Sie diesen Film gesehen mit der Larry Stoppler? Der Larry Stoppler. Bruce Lanell hat eigentlich gesagt, ich weine nie mehr in den deutschen Fernsehen. Aber ich muss sagen, das ist so traurig. Das ist so traurig. Das ist so eine Frau. I'm a bitter Austrian. Sandra Völker, I'm a bitter Austrian. She is Germany's next Topsportlerin. Ja, liebe Freunde, liebes Publikum, wir brauchen nicht über diskutieren. Wenn ein reiner Kalmund ins Schwimmbad kommt, mit der kurzen Badeshorts, da hast du gleich alle auf deiner Seite. Und bei mir ist das ganz genauso wie mit der Fritteuse. Fett schwimmt immer oben. Und ich habe mehrere Jobs angenommen. Ich habe als Kinderinsel gearbeitet, im Schwimmbad. Die Kinder hatten Spaß, der Kali hatte Spaß. Und damit das so klar, gehe ich jetzt nochmal ins Buffet. Ja gut, nee, meine. Och, die ist der Sandra Völker. Ich bin ja der Kaiser, wenn man die Sandra Völker. Oh gut, ey, das ist süße. Sie ist so praktisch die Kaiserin. Wenn man so nimmt, ich bin ja schwimmen, schwimmen, was soll ich dazu sagen zum Schwimmen, ey. Ich bin ja mehr so der, mach gut, der, Brustfrauen, Spezialist,
Auf der Bayern-Weihnachtsfeier, ist ja bald wieder. Ja, liebe Sandra. Titan schwimmt ja bekanntlich. Das Wasser ist nicht so ganz mein Medium. Ich habe als Kind in einer Wasserballmannschaft gespielt. Ich habe beim ersten Spiel die halbe Mannschaft ertränkt und den Ball aufgegessen. Und wenn du dich jetzt fragst, oder sie sich fragen, warum ich sie alle nicht angucke, dann kann ich ihnen Folgendes sagen. Ich habe große Probleme mit Leuten, die mehr Titel gewonnen haben als ich. Und ich darf Ihnen an dieser Stelle sagen, dass ich zurückkommen werde in den deutschen Fußball, wenn ich mir einen Michael Rensing angucke, im Tor des FC Bayern, die alte Bahnschranke, dann ist es ungefähr zu vergleichen mit der Leistung der deutschen Schwimmnationalmannschaft bei Olympia. Und ich hoffe, dass auch Sandra Völker eine Einziehen hat und vielleicht doch nochmal zurückkommt. Darf ich an dieser Stelle verabschieden und möchte natürlich auch als Thorsten Bär nochmal sagen, vielen, vielen Dank, dass ich hier heute Abend sein durfte. Ich hoffe, die Prominenten haben Ihnen auch ein schönes Grußwort mitgegeben. Eine ganz, ganz tolle Sportlerin. Ich bedanke mich. Vielen, vielen Dank.